Deutscher Schauspieler Günther Kütemeier ist tot. Er wurde vor allem durch die Rolle des Bürgermeisters Dr. Waldemar Schönbiel in der Fernsehserie Neues aus Büttenwader bekannt. Deutscher Journalist und Autor Fritz Pleitgen starb am 15. September, im Alter von 84 Jahren gestorben. Pleitgen machte sich ab 1970 als Korrespondent des ARD-Studios in Moskau einen Namen und führte als erster westlicher Journalist ein Interview mit dem damaligen Generalsekretär der KPSU Leonid Breschnew. 1994 wurde Pleitgen WDR-Hörfunkdirektor und ein Jahr später als Nachfolger von Friedrich Nowotny Intendant. Das blieb er 12 Jahre lang, bis 2007. Sein letztes Großprojekt war die Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Deutscher Regisseur, Autor und Schauspieler Roland Reber starb am 11. September, im Alter von 68 Jahren gestorben. Deutsche Politikerin der FDP Heide Rose Beroth starb am 13. September, im Alter von 75 Jahren gestorben. Deutscher Motorradrennfahrer Leon Langstädtler ist bei einem Unfall bei einem Trainingslauf auf dem Hockenheimring verstorben. Deutsche Superzentenarian Anna Czernohorsky starb am 18. September, im Alter von 113 Jahren gestorben. Sie war die älteste Stumme. Deutscher Theaterregisseur und Intendant Christoph Schroth starb am 20. September, im Alter von 85 Jahren gestorben. Er gehörte zu den wichtigsten Theatermachern der DDR. Christoph Schroth war Schauspieldirektor in Schwerin und von 1992 bis 2003 Intendant des Staatstheaters Cottbus. Deutscher Politiker Rainer Keller starb am 22. September, im Alter von 56 Jahren gestorben. Von der Bundestagswahl 2021 bis zu seinem Tod war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Französisch-schweizerischer Regisseur und Drehbuchautor Jean-Luc Godard starb am 13. September, im Alter von 91 Jahren gestorben. Godard ist einer der einflussreichsten Vertreter der französischen Kinos und wird der Nouvelle Vague zugerechnet, einer Strömung des französischen Kinos, die in den 60er Jahren weltweit zu großem Einfluss gelangte. 2010 erhielt er den Ehrenoscar für sein Lebenswerk, den er jedoch als Skeptiker gegenüber dem Hollywood-Kino nicht persönlich entgegennahm. US-amerikanische Schauspielerin Louise Fletcher starb am 23. September, im Alter von 88 Jahren gestorben. Bekannt wurde Fletcher durch den Kultfilm Einer flog über das Kuckucksnest. An der Seite von Jack Nicholson spielte sie darin die grausame und berechnende Krankenschwester Ratchet, bekam 1976 für die Rolle sogar den Oscar als beste Hauptdarstellerin. US-amerikanischer Schauspieler Henry Silva starb am 14. September, im Alter von 95 Jahren gestorben. Seine Karriere begann in den 50er Jahren, er war in mehr als 130 Filmen und Serien zu sehen, meist als Schurke. US-amerikanischer Rapper PNB Rock wurde am 12. September, im Alter von 30 Jahren während eines Raubüberfalls in einem Restaurant in Los Angeles von einem Angreifer erschossen, der es auf seinen Schmuck abgesehen hatte. US-amerikanischer Jazzpianist Ramsey Lewis starb am 12. September, im Alter von 87 Jahren gestorben. Er hat in seiner Karriere 3 Grammy Awards gewonnen. Griechische Schauspielerin und Sängerin Irene Papas starb am 14. September, im Alter von 96 Jahren gestorben. Mit dem Filmklassiker Alexis Sorbas wurde sie weltbekannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button.